Na denn. Als nächstes. Unsere nächste Herausforderung ist... Behemoth. Was sonst? Habe sowas nie zuvor gesehen. Ich bin süchtig, 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 süchtig. Oh, Mann. Okay. Okay, wir haben ein Leben erspüren. Wir machen einfach das hier. Ich jag einfach mal ein paar Funkenflüge runter. Mal sehen, was passiert. Kann ich da hingelocken oder so, ist es nicht. Ja, guck mal, Ur-Behemoth ist auch runter. Das ist ja klasse. Ist ja alle, sind ja alle da. So, ich kenne aber einen Trick. Ich kenne einen Trick, wie man sie los wird. Oh, yeah. Es gibt einen ganz tollen. Wirklich zu einem. Ah, dafür? Das ist der Trick gewesen, genau. Ja, falls ihr euch wundert, doch, das war der Trick. Das war genau das, was ich machen wollte. Ich wollte hier reinrennen. So, jetzt kommt der Trick gleich bei den Behemoths. Du bist tot und ich nicht. Deine Weisheiten sind toll. Sie können nämlich nicht hier reinrennen. Tja, scheiße, wa? Jetzt muss ich nur noch nah genug rankommen. Was hat er nochmal kaputt gemacht? Ich kann da nicht helfen. Ich kann das nicht reparieren. Ich kann da nicht helfen. Ich kann das nicht reparieren. Wieso klingt er so? Mann. Okay, ganz ruhig bleiben. Okay. So viele Sachen müssen wir auch gar nicht verkaufen und da können wir ruhig noch weitermachen. Ich kann da nicht reparieren. Ich kann da nicht helfen. Ich kann da nicht reparieren. Ich kann da nicht. Okay, dann klopfen wir mal ein bisschen auf euch ein. Die blöden B-Mods, mehr als klopfen können wir jetzt nicht machen. So, das geht auch ganz schnell. Das geht auch ganz schnell. Ihr seid bald ganz schnell durch. So, nur blöde Ur-Behemoth, Alter. Die haben auch 800 Lebenspunkte ungefähr, so ist das nicht. Aber Behemoths, die töten machen auf die Weite in diesem Spiel. Meiner Meinung nach. Und sie lassen auch nichts fallen. Das macht die Sache noch witziger. Aber sie können trotzdem Sachen kaputt machen. Das ist ja wirklich toll, dass ihr das könnt. Könnt ihr jetzt bitte damit aufhören und sollen einfach nur sterben? Ja, dankeschön, Pock. Der denkt sich auch nur, oh, ich wurde getroffen, ja, ist halt so. Wir müssen halt ohne Rüstung hier weiter durchgehen, das ist mir auch wurscht, ist das halt so. Oh Gott. Ich glaube, so viele B-Mods kommen ja aber auch nicht. Ich glaube, das hält sich in Grenzen. Ja, jetzt wird auch mal eilig jetzt machen, das braucht ihr eh nicht. Ihr müsst einfach nur sterben. So, sterben, sterben. Dankeschön. Hier sind auch zum Teil Gocklinge. Ihr werdet lachen, ja, die sind ja auch einfach nur des Szenarios wegen, weil das einfach witzig ist. So, das wäre das. Dann können wir hier einmal aufmachen. Nein, das war nicht das Brutgehege, falls ihr das jetzt schon denkt. Das war nicht der ganze Dungeon, auch wenn wir am Ende wieder angekommen sind. Das war nicht der ganze Dungeon. Der ganze Dungeon geht woanders weiter. Wo ist der Hebel? Irgendwo gab es einen Hebel hier doch, oder nicht? Ja, toller Feuerball. Schade, dass er nie trifft. Ihr hört auch noch immer noch ein paar Behemoths. Das liegt daran, dass die hier auch noch sind. Wie ging es hier weiter? Irgendein Hebel muss ich drücken. Das weiß ich noch. Irgendwo muss ich einen Hebel drücken. Hallo Behemoth oder Feuerhüterseele oder was auch immer ihr alle seid. Gut. Rasten könnt ihr hier, glaube ich, auch nicht so gut. Ich glaube, die Viecher, die regenerieren sich innerhalb von 2 Tagen. Irgendwie sowas war das gewesen. Also es geht relativ fix hier. Und daher bleibt da nicht viel Zeit für. So, Eile. Mal gucken. Hier habe ich eine Fackel, die ich bewegen kann. Hier habe ich Dingens. Nee. Aber hier ist ein geheimer Gang und hier geht es dann weiter. Oh, was war jetzt los, ey? Irgendjemand hat einen Klingzauber gewirkt. Was ich jetzt den Klingzauber nicht gehört habe. Hallo, Gocklinge. Seid schlecht. Okay. Hallo, noch mehr Gocklinge. Ihr seid schlecht. Danke. Hallo, Gocklinge. Oh, hier ist der Flammenhüter. Na, ihr seid auch schlecht, will ich nochmal an der Stelle sagen. Also, so ist es ja nicht. Genau, du sagst es, mein lieber Freund. So ist das wirklich, Mexican Sarge. Das ist echt nur zum Lachen. Da haben wir den Hebel hier drücken. So. Ab geht die Party. Irgendwas öffnet sich jetzt. Und wir nicht wissen, wo es sich öffnet, aber es war auf der linken Seite, weil der Sound von rechts kam. Das müsst ihr euch immer merken. Na gut, dann gehen wir auf die andere Seite rüber und gucken mal, was das gebracht hat. Dann gehen wir einfach mal hier lang. So. Jetzt sind hier so viele Monster. Hallo Feuerelementar. Das Schlechte ist, dass hier erstmal Eile zaubert, bevor es tot ist. Ja, das hilft dir leider nicht viel. So, was ist hier drin? Nichts. Welch eine tolle Kammer. Das war es echt wert. Die haben einfach nichts da drin gespawnt. Nichts. Okay. Ich kann auch ganz nah ranzoomen. Ich kann auch auf diese Stufe lieber wieder gehen. Na. Dieses ganze herumgerollt. Also, wenn man keine Karte hätte, wäre mir echt aufgeschmissen. Zum Glück hat man in diesem Spiel eine Karte. Okay. Hallo, Truhe. Schon entschärft. Gottes Eingriff haben wir bekommen. Das ist der mächtigste Zauber in der Lichtmagie. Jetzt fragt er natürlich, was sollen wir mit einem mächtigen Lichtmagie-Zauber? Ja, natürlich muss man hier auch reingehen, wenn man Lichtmagie macht. Ich habe nur zu Anfang des LPs gesagt, ich mache beide Seiten, aber daher sich da nicht viel tut, bis auf das Ending.
Das erschreckt mich jedes Mal wieder. Bis auf das Ending ist mir das relativ wurscht geblieben dann. Ja, mein kraftvoller Schlag. Du bist auch gar nicht arrogant oder so, ehrlich. So, tot. Aber wie ihr seht, es geht hier. Das Blutgegel hält sich in Grenzen. Nur das einzig Starke sind diese Urbehemots halt. Das ist vielleicht ein Gegner gewesen. Aber sonst hält sich das wirklich ganz. Diese ganzen Leute kann man innerhalb von wenigen Sekunden töten und bieten wirklich keine große Herausforderung. Besonders wenn ihr die ganze Elementarregeneration bla bla habt. Dann am wenigsten. Kann ich die Feuerring anmachen, damit ich diesen... Genau, meine ich auch. Feuerring ist ein witziger Zauber, durch gegen alle Gegner in eurer Nähe Schaden, die sich bei euch in der Nähe befinden. Und daher auch nicht schlecht. So, jetzt muss ich aber irgendwie einen Ort finden, wie ich jetzt, den Schalter drücken kann. Hier nicht irgendwas machen. Da. Jetzt öffnet sich da was. Da hat sich was geöffnet. Okay. Wir öffnen einfach mal die beiden Seiten. Und hoffen mal, dass nicht allzu viel Schlimmes passiert. Also ihr habt das eben auf der Karte sehen können, wer darauf geachtet hat. Ich habe extra auf die Karte geguckt. Es bewegen sich dann diese Steinteile hier. Okay, erstmal bist du tot. Erstmal tot sein. Ist das dein Ernst? Ja, das ist mein Ernst. Harmlos, nur ein Katze. So, und dann bist du dran, du bist auch erstmal abgestürzt. Harmlos, und du bist nochmal Mega-Magog und du stirbst auch. Da ist ein komischer Hebel und wenn wir die hier austrinken, kommt diese Brücke hervor. Und wir können den Hebel drücken, damit wiederum was anderes passiert. Ich glaube da unten irgendwo. Hilfe. Will ich hier auch nach unten gehen? Okay. Party! Okay, Behemoth. Soll ja nicht das Schlimmste sein von allen, ne? Also... Hält sich doch noch in Grenzen. So, einfach hier. Die junge Behemoths gehen ja noch. Denken wir uns einfach mal. Und töten wir. So, und dann kümmern wir uns um die anderen, die auch auf uns zugerannt kommen und denken uns, naja, das wird ja schon alles nicht so schlimm sein, ne? Das ist eigentlich hinter uns. Okay, junge Behemoths. Die können wir eher töten. So, ich habe auch irgendwie einen Schracknell-Zauber da gehabt, oder? Okay. Also manchmal bleibt das Spiel bei mir irgendwie ganz komisch hängen. Ich weiß auch nicht, woher das kommt. Das ist wirklich merkwürdig. So, Schrapnell einfach mal einsetzen gegen die. So, das war es auf jeden Fall wert. Hier muss ich jetzt nicht gut durchkommen. B-Mods, ihr seht, machen verdammt viel Schaden. Machen verdammt viel Schaden. Wirklich verdammt viel. Und sollten einfach nur getötet werden. Und ihr solltet dafür sorgen, dass euch keine starken... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein, da kommt etwas auf mich zu, was ich nicht will. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber hier so einen normalen Behemoth kriege ich auch noch kaputt. Solange ich mich meine Rüstungsgegenstände wieder kaputt mache, ist mir das wurscht. Okay, ich gehe einfach mal hier lang. Okay, du auch nochmal. Okay, ihr seid beide tot. Kommt da noch mehr? Nein! Okay. Ganz ruhig bleiben. Es sind nur Behemoths. Habt ihr gehört, es sind nur Behemoths. Das ist nur ein Ur-Behemoth gewesen, der auf mich zugerannt kam. Es war nichts Großartiges. Nein. So, hier kommt auf jeden Fall nicht rein, glaube ich. Also wenn er hier gleich ankommt, dann kommt er hier nicht rein auf jeden Fall. Oh Gott, wie er die ganze Zeit verbrennen auch bei mir einsetzt. Ich glaube, es ist verbrennen, ne? Ja, verbrennen. Setzt er die ganze Zeit ein. Böser Zauber, ganz böser Zauber. Ich hasse dich dafür, dass du es weißt. Oh. Haha! Scheiße, wa? Das Problem hatten wir eben schon gehabt, mein Freund. Weil du lernst ja nicht raus, du kommst ja immer zu mir. Okay, so. Dann kümmern wir uns jetzt um dich. Ich habe noch gar keinen Segen mehr. Ich habe kein gar nichts mehr. Haben die mir alles weggemacht? Alles weggemacht haben die mir. So. Aber, warte mal, Regeneration kriege ich auch noch wieder hin. Habe ich das nicht an? Okay. Eile habe ich an. Dingens habe ich an. Schild habe ich noch nicht wieder an. Und ich brauche Heldentum. Heldentum wäre auch nicht schlecht. So, dann weiterklopfen mit unserem Freund hier. Und dann weiter Regeneration an unsere Leute einsetzen. So. Weiter geht's. So, Scheiße, Kacke. Wieso war ein Feuerring jetzt schon wieder aus? Wie lange hält das denn? Eine Minute pro Fähigkeitswert. Das sind ja immerhin 6 Minuten. Wow, das ist echt toll. Toll. So, Hilfe! Er wurde einmal geschlagen von diesem Scheißwiener. Einmal wurde er geschlagen. Guck mal, was sich das angetan hat, ey. Oh, so, stirb einfach, ehrlich. Ich hab keinen Bock auf euch. Ihr seid einfach nur stark und stark. Und stark. Oh, du bist auch noch da. Na, guten Tag. Mit dir gehe ich mich auch noch gerne mit sein muss. Oh, je, je, je. Gut. Hallo, noch ein Behemoth. Mit dir können wir uns auch noch anlegen. Du bist eine der schwächsten Art. Dreht voll durch. Heftig.
So, und dann gehen wir mal kurz den Gang hier lang gehen und dann sind wir auch glücklich. Gottes Eingriff einfach mal so gefunden. Einfach so aus dem Nichts. Was soll es jetzt nicht? Guten Tag. Wollen wir den Gang hier aufmachen? Ich hab die ganze mit Klingen um sich ballert, wie so ein Bekloppter, ey. Blöder Suchti-Dingens. Hier fahre ich mal runter, weil das Spaß bringt. Gag. So, hallo. Ja, das ist eine kleine Abkürzung, könnte man auch sagen. So, einmal Eile wieder anmachen. Ich bin mal gespannt, was da jetzt um die Ecke gekrochen kommt. Es kann ja nichts Positives sein an sich.